FIFA-Points und PSN-Karten, checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA-Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Wenn ihr Bock habt, 1 Milliarde Likes wie immer voll machen. Ich will es hoffen. Oder auch nicht. Wir haben in der letzten Folge mit Sterling Wandel und das wird, denke ich mal, der erste Transfer sein, den wir jetzt hier klar machen werden. Wird uns, was hatten wir gesagt, 130 ungefähr, ne? Oder 105 plus. Wen hatten wir eingetauscht? Matuidi, oder? Ich meine, Matuidi hatten wir eingetauscht. 105 plus Matuidi, weil Matuidi läuft eh der Vertrag aus. Ne, 108, sorry, 108 plus Matuidi. Matuidi hätten wir vielleicht 30 Millionen für bekommen. Das heißt, so 138 Millionen zahlen wir hier für Raheem Sterling. Aber ich denke mal, oh doch, könnte sich lohnen, Leute. Wie mal, falls ihr Bock habt, checkt noch gerne meinen Shop aus, ne? Nice Designs. In schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover in rot. Gibt es hier in orange, in blau und in grün, in den 4 Camouflage-Farben. Also, gerne abchecken, Leute. Ich danke euch. Kuss geht raus, also checkt's gerne aus und unterstützt mich. Ihr wisst, es ist nice, ey, die haben wir auch am Start. Ja, ja. Und die Hände gibt es auch noch in Orange, Blau, Rot, Grün. In den 4 Farben, außerdem gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Ich danke euch, Leute. So, dann gucken wir doch mal. Ab geht's. Eigentlich wollten wir Neymar holen, aber naja, die haben ja leider gesagt, dass Neymar unverkäuflich ist. Von daher, scheiße gelaufen. Schauen wir gerade hier nebenbei, wen es noch so gibt. Wenn man noch so überlegen könnte zu holen, aber boah, der kriegt 250.000 Gehalt, Alter, wieder Klassiker. Wieder typisch England. Boah, Son hat, die ist ja auch eine kranke Karte, ne? Lass mal kurz schauen. Son, hat der Potenzial? Wie alt ist der denn mittlerweile? Heung-Min Son, 87 hat der, 88er Potenzial. Hä, der ist 26, Digga. Warum hat der nur so ein niedriges Potenzial, Mann? Naja, machst du nichts. Okay, wir geben dem mal eine wichtige Rolle im Kader. Ich könnte mir vorstellen, dass er Schlüsselspieler fordert, aber wir warten erstmal. Ja, das ist nicht akzeptabel, habe ich mir schon gedacht. Ich schaue mal hier nebenbei nochmal so nach ein paar anderen Spielern, während wir hier mit einer Hand. Also, boah, ich wollte gerade schon sagen, hä, Schlüsselspieler konnte ich gar nicht auswählen, aber ist schon hier. Ich gucke hier gerade mit einer Hand noch, was es so für Spieler gibt und mit der anderen Hand verhandeln wir hier mit dem guten Sterling. Wir gucken nochmal ganz kurz Marquinhos nach, was der für ein Potenzial hat dieses Jahr. Ui, Digga, 90er Potenzial, Marquinhos. Okay, das hört sich erstmal gut an. So, 4 Jahre will der haben. So, dann fordern wir jetzt aber 5 Jahre. Der wollte gerade Schlüsselspieler, dann wollen wir jetzt 5 Jahre. Okay, geht in Ordnung. Okay, nee, das merken wir uns mal. Trent Alexander-Arnold wäre auch wichtig, weil wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Rechtsverteidiger. Weil Rechtsverteidiger sind wir echt schwach aufgestellt. Freigabesumme werden wir übergehen. Also das heißt, Trent Alexander-Arnold und Marquinhos. Werden wir uns jetzt gleich mal hier noch ein bisschen genauer anschauen. So, der kriegt 250.000 gerade. Gehen wir mal ein bisschen runter, würde ich sagen, auf 220. Ist immer so eine Frage. Boah, ich hasse das, wenn die kein Gehalt fordern. Ich hasse das, wenn ich immer sagen muss, was wir halt haben wollen. Mag ich gar nicht. Aber mag ich absolut gar nicht. So, schauen wir mal. Das ist ein faires Angebot. Oh Mann, Alter. Und das hasse ich noch mehr, wenn die Spieler direkt die Angebote annehmen, Alter. Das hasse ich halt noch mehr, ne? Meine Güte, ey, das kann doch wieder nicht wahr sein. Aber gut, läuft. Der erste Transfer ist am Start. Wir packen jetzt erstmal Trent Alexander-Arnold und Marquinhos auf die Liste. Obwohl wir eigentlich in Sachen Innenverteidigung gut aufgestellt sind. Klar, wir brauchen auf jeden Fall noch einen jungen Backup sozusagen. Also einen jüngeren Innenverteidiger müssen wir auf jeden Fall noch kaufen mit Potenzial. Das ist klar, weil Chiellini, Bonucci, gut, die beiden zwei, 1, 2, 3 Jahre maximal noch. Dann ist aber auch vorbei bei denen. Dann wird der ein oder andere von denen schon die Karriere beenden. Deswegen, da müssen wir da schauen, dass wir auf jeden Fall diese Saison einen Innenverteidiger noch holen und dann am besten in der nächsten Saison noch einen anderen. Weil dann haben wir 4, 5 Innenverteidiger zum Durchrotieren. Eigentlich ganz wichtig, würde ich erstmal sagen. Warum spielt Emre Can gerade? Achso, weil Dings, weil wir Matuidi verkauft haben. Stimmt. Da packen wir erstmal Rabiot, würde ich sagen, rein. Ja, machen wir es erstmal so, würde ich sagen. Rabiot, geben wir mal die Chance hier. Und Sterling kommt natürlich auch direkt rein. Der kommt erstmal zack hier oben auf den rechten Flügel. Wir werden, wie gesagt, das Ganze. Obwohl, wir können es vom Ding her jetzt schon machen.
Wir stellen um, Leute, auf die legendäre 4-2-4-Formation. Hier haben wir sie. Die ist in den Karrieren eigentlich immer ganz geil. Zack. Sterling hier rüber, dann Doppelsturm und links kommt dann erstmal Costa wieder rein. So, da haben wir ihn doch. Pjanic muss natürlich auch wieder rein. Das ist klar. Ramsey kommt hier von der Bank weg. So, dann machen wir es erstmal so, Leute. Genau, das ist erstmal ganz gut. Also Rechtsverteidiger brauchen wir noch einen neuen und linken Flügel. Mittelfeld könnte man überlegen, für Pjanic eventuell auch noch einen Neuzugang zu holen. Könnte man aber auch noch vielleicht eine Saison erstmal lassen. Muss man dann nochmal überlegen. Wir machen jetzt erstmal das nächste Spiel gegen Paris Saint-Germain und schauen mal, wer uns noch so weggekauft wird. Ah, da ist er doch. Manchester City akzeptiert Piemonte Calcio-Angebot. Wir müssen mal kurz gucken, welche Nummer Sterling hat. Er hatte eigentlich die 7, aber die 7 hat natürlich Cristiano Ronaldo. Was haben wir denn noch so für eine Nummer frei? Sterling hat die Nummer 9. Joa. Aber wenn wir einen neuen Stürmer holen, Harry Kane oder so, müsste der eigentlich die Nummer 9 bekommen. Douglas Costa hat die 11. Sollen wir dem die 11 geben? Douglas Costa muss dann wechseln. Okay, Sterling kriegt die 11. Douglas Costa muss auf 14 wechseln. Die 9 lassen wir uns erstmal frei, weil wir werden auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer holen. Das ist eigentlich klar. Weil Higuain, den werden wir nicht behalten. Deswegen. Aber wir müssen Higuain natürlich auch erstmal verkaufen. Verliert Costa seinen Startplatz. Oh, Digga, der wird schon direkt aggressiv. Ja, Costa, ich weiß nicht, will ich eigentlich behalten so als Backup erstmal? Aber dann nächste Saison müssen wir auch schon, dass man den verkauft. 1-1, by the way. Ronaldo mit dem Treffer und Di Maria. Und Mbappé kam nur rein, Marquinhos kam gar nicht rein. Joa, läuft, Alter. Läuft, läuft. Joa, ist okay, Mann. 1-1. Geht klar, Leute. Geht klar. Ist okay. Nächste Trainingseinheit steht an. Ich denke mal, jetzt hier letztes Spiel noch gegen Al Hilal. Und dann sollte hier auch kein Problem mehr bestehen eigentlich. So, ab geht's. Nächste Trainingseinheit. Sterling, ja, könnte man jetzt auch mit reinnehmen. Ah ja, wir haben auch einen Rogani, stimmt. Wir haben Demiral, wir haben eigentlich gut viele Innenverteidiger, wenn man mal so überlegt. Boah, man könnte auch überlegen, Demiral vielleicht auszuleihen, Leute. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Können wir den verleihen? Ja, können wir verleihen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Bonucci werden wir auch mal auf die Transferliste setzen. Einfach, oh, Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Der ist halt, obwohl er ist erst 32, ich dachte, er wäre 36, das geht ja sogar. Boah, mit Chiellini müssen wir eigentlich verlängern erstmal, ne? Werden wir uns, machen wir noch, ja, machen wir jetzt noch nicht, aber werden wir auf jeden Fall noch, den Vertrag werden wir noch verlängern, weil sonst kann der in der nächsten Transferphase ablösefrei wechseln, das wollen wir auch verhindern. Okay, Salah-Verhandlungen sind erstmal vorbei, das ist schon mal gut, weil das wollten wir ja. Das wollten wir, damit wir mit dem nochmal neu verhandeln können. Ist halt die Frage, ja, ob, ich würde halt gerne lieber Neymar holen, ne, aber, das wird ja dann anscheinend nichts geben. Und ich glaube, für die Stürmerposition werden wir Harry Kane holen, Leute. Ja? Dann haben wir eigentlich zwei Brecher, auch Kopfballstarke im Sturm. Ich denke mal, das ist ganz fresh soweit. Trent Alexander-Arnold können wir eigentlich auch mal mitverhandeln, weil wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Rechtsverteidiger. 89er Potenzial und der ist auch mal günstig zu haben, Alter. Das ist immer krass. Den kriegt man immer richtig, richtig günstig. Deswegen werden wir jetzt hier auf jeden Fall mal mit dem guten Trent Alexander bzw. mit Jürgen Klopp verhandeln. So, 91 Millionen haben wir noch. Wir haben bislang auch noch nichts verkauft. Spielertausch. Ah, wir schauen mal. Wir haben zwei eigentlich. Ich weiß nicht. Danilo haben wir jetzt diese Saison erst bekommen. Wir versuchen mal, ihn wieder zurückzutauschen. Oh, Alter. Die wollen noch 53 Millionen. Ey, shit. Okay, ich sag mal so. Wir hätten wahrscheinlich auch so für Alexander-Arnold, ich sag mal, 45 bis 50 zahlen müssen. Jetzt fordern die halt 60. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier auf 40. Dann sind wir so auf... Jawohl, ey, das ist halt auch wieder so eine Sache. Wir gehen mal auf 35. Weil für Danilo würde man safe 15 bekommen. Dann sind wir so auf 50 Millionen. Mehr wollte ich eigentlich nicht für Alexander-Arnold bezahlen. So als 50 bis maximal 55 Millionen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir gehen mal auf 40. Dann sind wir so auf 55. Also mehr will ich eigentlich nicht zahlen, ohne Scheiß. 55 Millionen für einen Rechtsverteidiger. Naja, aber der bleibt hier bei... Ey, Digga, ist das ein Ernst, Mann? Gehen wir mal hier auf 42. Komm, Alter, Klopp, jetzt machen wir nicht so Auge hier. Ah, das hört sich schon besser an. Okay, also für den Preis würden wir bekommen... Was waren das jetzt, wie viel? Insgesamt 42 plus Danilo, ne? Ja, gut... Danilo, wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht sogar auch 16, 17, 18 Millionen für den. Dann sind das so 60 Millionen für Arnold.
muss man dann auch nochmal überlegen, ob man das so macht oder ob man dann wieder lieber ohne Spieler das Ganze macht. Aber ich glaube, wir können Danilo... Hä? Ich check das nicht, ne? Manchmal kann man die Spieler wieder direkt verkaufen. Wir setzen ihn auch mal auf die Liste. Manchmal kann man die Spieler direkt wieder verkaufen, obwohl die erst jetzt gerade gewechselt sind, und manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Oder geht das nur bei den Spielern, die man selber kauft? Das kann sein. Die Cheat Leo können wir auch draufsetzen. Der hat halt auch kein Potenzial. Aber wir bräuchten einen von beiden, müssen wir behalten als Backup. Deswegen, wir setzen beide nur erstmal drauf, um zu schauen. Warte, wir gucken mal jetzt zum Beispiel hier bei Sterling. Ne, Sterling könnten wir, okay. Dann ist das, glaube ich, das haben die, glaube ich, geändert. Weil letztes Jahr war das auch so, die Spieler, die schon vorher, also ne, in dieser Saison kamen, wie zum Beispiel jetzt Ramsey und so weiter, die konntest du nicht direkt wieder verkaufen. Das ist schon mal ganz nice. Aber die Spieler, die du selber kaufst, dann in der Karriere, die kannst du nicht direkt wieder verkaufen. Aber das ist gar nicht schlecht, Mann. Das gefällt mir, muss ich sagen. Das ist in Ordnung. Weil letzte Saison war schon teilweise ein bisschen blöd. So, letztes Spiel gegen Al-Hilal steht an. Die haben sogar 3 Punkte. Alter, gegen wen haben wir gewonnen? Nationaltrainer-Offerte, yep. Und Transferangebot für Sami Khedira vom FC Watford. Boah, unser Manager sagt, wir können bis zu 24,9 verlangen. Wir verhandeln trotzdem nochmal ein bisschen. Vielleicht können wir dann noch 2, 3, 4, 5 Millionen nochmal zusätzlich rausholen. Ich meine, man muss immer überlegen, ne? Man kann sich natürlich auch wieder verzocken und dann kriegst du hinterher wieder kein Angebot. Ist halt auch wieder so eine Frage. Wir gehen auf 28,9. Weil wir müssen aber langsam den einen oder anderen verkaufen. Oh, okay, wir wollen verhindern, dass der Deal nicht zustande kommt und deswegen bieten wir 28,9. Okay, haben wir gut verhandelt. Ist okay für Khedira, Leute. Ich glaube, bei uns wird der nicht wirklich viel spielen. In echt gab es auch mal die Gerüchte, dass der weggeht, aber ist dann im Endeffekt doch geblieben. Das war's aber erstmal von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, die Chigilio, wir sehen uns lediglich um. Gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, nichts zu verpassen. Checkt noch gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt auf die Nice Designs. Gibt's in Schwarz, gibt's in Weiß als T-Shirts, Pullover, in Rot, in Orange, Blau und Grün. In den 4 Farben wie immer. Checkt's aus, Kissen, Tassen, Turmbeutel, Nice, LED, Lampe. Auch noch am Start. Handyhüllen haben wir auch am Start in Orange, Blau und Grün. Checkt aus. Außerdem gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also checkt das mal gerne aus. Ich bedanke mich bei euch, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschaußen.